Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Auto Truck Simulator 2 zusammen mit dem lieben Jan. Hi! Hi! Hinter uns steht einer, deswegen müssen wir direkt schnell losfahren. Wir haben einen Auftrag nach Stuggitown. Von wieder Hamburg, ey. Du hast nur eine Garage in Hamburg. Ja, es tut mir deswegen leid. Alter! Was denn jetzt schon? Ja, nur weil ich auf der falschen Seite vielleicht bin. Hast du einen Unfall? Nee, ne? Fährt doch, einfach ist vorbei. Ja, wie viel Schaden? Ja, kein Schaden. Nice. Aber der eine da, der steht so doof rum und ich bin einfach ja so gut überholt. Also wir haben einen Auftrag nach Stuttgart, ja genau. 3300 fucking genau, Leute sind hier gerade auf dem Server. Genau, also Server ist heute mal voll, weil wir heute am Nachmittag aufnehmen und es ist wieder nachts in diesem Spiel. Dankeschön. Es ist immer nachts. Das ist halt echt so. Über rot, der Wichser. Und ich fahre über grün und jetzt schneide ich dich. Alter! Ich hatte nur 4000. Wieso habe ich eigentlich nur 4500? Ich hab 12.000. Und ich habe mehr Geld bekommen. Und natürlich bekommen. Immer noch wegen Kredit. Eigentlich bin ich irgendwie mit gut 400.000 oder so in Schulden, weil wir haben ja in der letzten Folge haben wir uns ja einen eigenen Auflieger gekauft, den wir jetzt natürlich auch wieder direkt benutzen. Leute, was auf jeden Fall dazu gesagt sein muss, lol, Alter, er rammt den Typen einfach weg, was für ein Arschloch. Also, wir haben heute noch keinen Unfall, wobei Mike hat vielleicht schon einen Unfall verursacht, aber... Was? Ich? Also, ich möchte mal... Der Idiot ist ja losgefahren! Ja, warte, das blende ich ein! Okay, wir fahren los. Hast du mir gar nicht gesagt, also soll ich nicht losfahren? Alter, wenn du hier rausfährst, dann wir gleichzeitig rausfahren und wir dann so. Dann kriegst du wieder Aufliegerschaden, lol, oder ich. Ja, hup doch nicht alle, ihr seid alle so nervig. Alter, stimmt, das ist ja keine Non-Collision. Ich dachte, ich wollte jetzt gerade durch und durch fahren. Ich werde voll hinten drauf. Ich glaube, er ist mir gerade reingefahren. Ja, ist er. Und jetzt hupt er. Wie doof kann man eigentlich sein? Ich gebe einfach weiter Gas. Turn on your headlight if you not enable you will kick it. Was? Alter, weil du so um den rumgefahren bist. Ja, weil es so ein Arschloch ist. Ja. Direkt ineinander. Und er gibt weiter Gas und hupt. Ich fahr einfach an euch vorbei. Ich steck jetzt fest. Rasen. Ey, warum gibst du den Weitergas? Wie hässlich. Scheiße. Ich bin aufgelaufen. Komm schon, dummer LKW. Grab dich da. Ey, das ist so ein Arschloch. Nice, jetzt habe ich meinen Auflieger abgesattelt. Der ging mir gerade so auf den Sack. Wie kann man so nervig sein? Das eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir eigentlich, also wir fahren zwar nicht unbedingt nach den Verkehrsregeln, aber wir fahren umsichtig, sodass wir keinen anderen beschädigen. Was heißt denn, wir fahren nicht nach den Verkehrsregeln? Wir fahren nach den Verkehrsregeln, nur Geschwindigkeit nicht. Ja, genau, ja. Sonst fahren wir ja nach Ampeln und allen möglichen. Naja, genau, ja, das schon, ja, aber ich meine, andere ignorieren alles und denen ist es auch egal, ob die irgendwie bei einem reinbrechen oder nicht. Ja, das ist schon nervig, ja. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwen ramme, außersehen, weil ich erinnere mich ja nochmal, als ich dich überholen wollte, da und es dann zu dem Zusammenstoß kam. Ist der doof? Okay, ja, Leute, auf jeden Fall, was ich noch schnell sagen wollte, ich muss dich jetzt unterbrechen, leider. Ich muss nämlich Alter, er rammt mich weg. Ja. Genau das. Er hat einfach lang. Ich hab's aber schon geahnt eigentlich, ohne Spaß, aber ich wollte dann doch fahren. Ja, okay. Aber er darf ja von der linken Spur gar nicht darüber. Nee, eben nicht, aber ich hab schon gedacht, als er rübergezogen ist, dachte ich schon, der genau ist fey, safe, muss der auch abbiegen. Genau so eine asoziale Fahrweise, das machen wir halt nicht. Leute, was ich jetzt immer noch nicht gesagt habe, schaut auf unbedingt. Fahren, weil ich schaut unbedingt bei beiden Kanälen vorbei. Ja. Wir nehmen das aus beiden Sichten auf. Bei mir heute, allerdings ohne Kamera, ja. Ich hatte die abgebaut, weil ich die für einen Dreh gebraucht habe, ja. Zwinker, zwinker, mal schauen, was das jetzt ist. Und deswegen habe ich dann irgendwie gesagt, so, jo, wir nehmen jetzt doch nochmal ETS auf und dann habe ich sie nicht mehr aufgebaut und naja,
Ich werde das auf jeden Fall jetzt ohne Kamera machen heute, ist jetzt nicht so schlimm. Und die nächste Folge auch, weil wir wahrscheinlich diese Strecke splitten werden, denke ich mal. Mal gucken. Echt? Naja, ja, wir hatten ja in den letzten Folgen immer über eine halbe Stunde. Ja, das stimmt. Und wir wollen jetzt vielleicht ein bisschen so auf 20 Minuten oder so. Die Ausfahrt rechts nehmen. Mal gucken. Aber wir hatten auch meistens zwei Fahrten sogar. Schauen wir mal, wie schnell das jetzt geht. Aber 56 Kilometer. Ja, das sind schon einige Kilometer. Mit ein bisschen Crashes, wie jetzt gerade eben schon mal. Ja, das kann schon. Es kann einiges hier passieren. Gar keine Frage. Wie kann ich denn mit O, ne? Kann ich hier so Wagen blinken? Ich bin aufgeschlossen, Sie dürfen hier normalem Tempo fahren. Wie ist eigentlich meine drei Blinker, lol? Ne, gerade blinkst du bei mir nicht tatsächlich. Ja, jetzt nicht mehr. Uiuiui. Ich hoffe Spaß. Immer noch, dass du eigentlich irgendwann mal mit dem Ding umgehst. Ja, du bist so ein Arschloch. Immer noch. Alter, dass ich hier so langsam unterwegs bin. Ich muss mal gucken, ob ich schon Schaden habe. Wie kann ich das nochmal nachgucken? Du hast einen Schaden, kann ich dir sagen. Nee, habe ich nicht. Aber ich wurde schon von zwei Leuten gerammt. Aber ich wurde bis jetzt von einem Typen gerammt und zum Glück noch keinen Schaden angeblich. Ich kann ja nochmal nachgucken. F7, alles 0%. Perfekt. Wie aber schwer ist das? Ende der letzten Folge. Repariert. Warte. 18 Tonnen Dosenthunfisch transportiere ich. Alter, warum transportierst du immer so schwere Sachen? Wieso bekommst du mehr Geld für leichtere Sachen? Das 10 Tonnen Tomaten transportiere ich. Alter. Guck mal, er ist cool. Er stand noch vor mir an der Ampel. Also der war quasi. Der ist noch knifflig davongekommen. Fahr mal links rüber. Und er fährt hier auch seine Geschwindigkeit gerade, also er fährt auch nicht zu schnell oder so. Also er hat richtig Spaß und das finde ich cool. Ja. Hupen wir mal. So soll man eigentlich auch fahren, dann macht es noch mehr Spaß. Wenn alle einen wegrammen, das ist ja auch nervig. Dort? Ja. Nur ich muss auf dich warten, das ist auch nervig. Mann, kauf dir mal einen guten LKW. Oder ein Auto. Ey, es gibt sogar Aufträge mit Autos, ne? Die können dich auch mal fahren. Und wie viel Geld bringen die? Das weiß ich nicht. Aber man kann so Wohnwegen rumfahren. Das weiß ich, das ist auf jeden Fall witzig. Aber habe ich noch nie gemacht. Weiß nicht mal, ob es funktioniert, aber noch. Auch ohne DLC und so war das, oder? Ja, ist halt Mod, ne? Radar übrigens. Oh. Wie schnell darf man fahren? 80. Diesmal nicht auf 40 runterbremsen. Auf 66 nur. Also ich bin auf 82 gewesen, ich hatte schon richtig Angst, aber. Sonst bin ich gleich wieder im Minus. Schneidest du es bitte raus? Was? Nee. Ja. Wie soll ich denn das rausschneiden? Ja, ich vergesse es einfach auch. Ja. Sorry Leute, aber ich bin ein bisschen angeschlagen. Du sogar noch mehr, glaube ich, als ich. Ich bin noch mehr angeschlagen, ja. Aber ich bin auch ein bisschen angeschlagen, keine Ahnung. Zwei neue Impfungen heute bekommen. Warum gibst du eigentlich kein Gas, Mann? Fahr doch mal schneller. Alter, ich habe mein Tempomat auf 110 und der Typ, den wir gerade überholt haben, der überholt uns jetzt. Ja, warum? Weiß ich nicht. Du fährst so langsam, ich muss die ganze Zeit... Ja, ich habe seit dem Blitzer das direkt wieder auf 110 hochgestellt. Ich kann nicht schneller. Digga, ich gebe gerade seit 10 Stunden gar kein Gas mehr. Ich lass einfach die ganze Zeit los. Weil du den Tempomaten nicht benutzt, kann ich ja nichts dafür. Ja, du hast so einen scheiß LKW, Junge. Ja, du hast so scheiß leichte Fracht und so einen krassen LKW. Das ist ja logisch. Aber jetzt muss ich Gas geben, dann kann ich mich nicht überholen, lol. Ja, er muss abbremsen, weil er rechts muss, lol. Lol! Oh mein...
Ich weiß, zum Glück ist der cool drauf, aber den ja, haben wir. Oh Mann, so der tut mir richtig leid. Weil ich habe halt Gas gegeben und dann konnte er nicht rüber. Dann hat er gebremst und dann kamst du auch schon. Alter, ich hätte dich so geschlagen. Junge, jeder andere hätte mich einfach geschnitten und wäre rübergezogen. Ja, jeder andere hätte mich also aber auch mit Props, ja, sowieso. Props gehen raus an ihn. Das war schon echt nice. Bitte links halten. Aber lustig war es trotzdem. Das ist echt, das tut mir schon echt ein bisschen leid. Der musste jetzt auch auf dich warten. Der stand wahrscheinlich schon auf der Strecke. Mir tut das gar nicht leid. Ja, danke. Dein hinterer Blinker funktioniert übrigens nicht. Was? Nicht? Musst du mal in die Werkstatt. Nee, du blinkst nicht. Das muss ich selber mal überprüfen. Oh, scheiße. Ja, überprüf nochmal. Jetzt in der Kurve vielleicht? Ja, das geht echt irgendwie nicht so. Boah, was war das, Alter? War das ein Blitz? Blitz, Blitz. Oh, ohne Donner. Regnet es bei dir schon wieder? Ja. Was? Nicht? Als ob, bei dir ist aber Dauerregen. Bei mir ist zwar immer Nacht, deswegen kriege ich auch kein Geld, was ich auch scheiße finde. 0 Uhr 2, aber ey, gar kein Geld, so 200.000 einfach. Komm, lass dir mal schneiden. Wie willst du denn schneiden, wenn das steht? Ja, eben. Ich schneide dich. Ich fahre schneller, ich fahre einfach 112 Grad und ich gebe gerade kein Gas und habe keinen Tempomaten. Ich fahre 113, 114, 115. 113, 114. 115? Ja, ich auch, aber ich gebe halt kein Gas, lol, das war so geplant. Oh, wird das eine enge Kurve? Nee, nee. Innen anfahren? Also ich meine, ich gebe auch kein Gas, aber... Gut rausbeschleunigt. Jetzt gebe ich wieder Gas. Brumm, 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 brumm. Alter, hat er helles Licht, ist der doof. Hab ich auch, wenn ich will, hier, Fernlicht. Boah, hier Windschatten ansaugen und Gang schalten. So, wenn man jetzt in Fast and the Furious wäre, würde man jetzt irgendwie erstmal 100 Mal schalten. Oh! Alter! Ich war gerade nur mit einer Hand am Lenkrad. Ja, war ein Prank, sorry. War mal ein bisschen langsamer. Nee, sonst war es das ja nochmal. Nee. Hallo? Seh dich gar nicht mehr. Ja, bei mir regnet es die ganze Zeit. Es blitzt halt. Hä, wie doof. Ich seh dich gar nicht mehr. Ja, bei mir regnet. Ja. Ist der doof oder so? Ja, wahrscheinlich. Es ist 0.35 Uhr im Game. Ja, voll ätzend, ey. Ich würde so viel Geld bekommen einfach. Was du gar nicht brauchst. Ja, aber... Und dass du nicht verdient hast. Doch, dann kann ich mir noch neue Sachen kaufen. Ey, du hast noch, auch noch voll viel Geld. Können wir noch mehr Auflieger kaufen und noch mehr LKWs. Wie viel Geld hast du gerade noch? Du hast doch bestimmt noch ein paar hundert Millionen, oder nicht? Ja, 9 Millionen. Ja. Ich hatte vor der Aufnahme hatte ich 8. Ja, guck, du hast eine ganze Million schon verdient. Ja, 8,8 oder so hatte ich da. Warum blinkst du die ganze Zeit? Hey. Oh, Radarkontrolle! Jawohl, da bremst er, dann kann ich dich überholen wieder. Jetzt zieht er einfach. Oh, durch. 60 ist hier nur! Tatsächlich. Jawohl, da zieh ich vorbei. Wo soll hier. Siehst du, dafür brauche ich das Geld. Hä? Wo ist denn. Hier ist der. Ja, ist schon vorbei, sie hat mich schon geblitzt. Echt? Ja, ja. Ja, seit das auch früher, da wahrscheinlich. Alter, ciao! Das ist ja 60. Das ist nur wegen der Brücke, oder? Weiß ich nicht. Alter, jetzt komme ich nicht mehr in den Gang, weil es hier so bergauf geht. In den Gang. 57, 56. Ich fahr 100, 2, 3, 4. Ich bleib gleich 5. stecken. 53. Ja, okay, ich bremse. 51. Ah, jetzt beschleunige ich wieder. 52. So, gute Beschleunigung. Oh, 51. Doch keine Beschleunigung. 53. Njum. Ich glaube, ich habe einen Renault F1 Motor drin. Deswegen fahre ich so schnell. Ja, ich habe. Nee, ich habe einen Volvo. Ich dachte, ich hätte einen Renault. Upsi.
Ja, nee, bei mir ist ja, ich fahre einen Mercedes. Ja, aber ist eigentlich meine Lieblingsmarke in echt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die haben schon coole Autos. Aber hier im Spiel haben die irgendwie nicht so viel PS. Meiner hat irgendwie die meisten mit 750. Also damals, wo Mercedes in der Formel 1 noch Schumacher und Nico Rosberg als zwei Deutsche da hatte, da war Mercedes krass, aber und cool als Team. Aber jetzt hier so mit dem Valtteri und den Hamilton. Formel 1 ist ja wieder was anderes. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Das Mercedes also. Kackjes. Ja, ich bin langsam. Ich fahre 75 km/h, 74, 73. Mhm. Alter, ich drück nicht aufs Gas und mein LKW wird schneller, WTF. Ich hab keinen Tempomaten und nichts. Das ist so verrückt. Ja, okay, bergab könnte richtig sein. Gebeto Mobile gebaut. Wahrscheinlich bremse ich gleich und werde schneller. Ja. Ich kann einfach nicht mehr zum Stillstand kommen. Nur noch schneller. Oh, ich sehe dich wieder. Ich find's doof, dass meine Blinker da hinten nicht funktionieren. Warum? Doch, manchmal funktionieren sie. Muss ich gleich mal einen anderen Auflieger kaufen. Aber das funktioniert. Achtung! Achtung! Mach mal hier so an, hier so. Ah, du hast die Nummer 2766. Was? Wie schnell fährst du eigentlich? 88 km/h. Den sollte man 86, blitzen. 84. Ja, wieso wirst du denn langsamer? 80, 79, 78. Es geht bergab, Gard. Jetzt blinken der schon wieder. Ist der doof. Bitte links halten. Ich halte mich ja schön an die Verkehrsregeln und so. Und ich weiß gar nicht, warum ich so langsam fahre, aber irgendwie. Das ist richtig cool. Ich drück grad wieder durch, ich muss wieder rankommen. Wie schnell? Also wir haben jetzt noch 325 Kilometer. Wie schnell bist du? 75 km/h. Und wir nehmen jetzt seit ungefähr 16,5 Minuten auf. Also wie wollen wir das mit der Folgenaufteilung machen, Herr Mieke? Herr Mieke? Ja, es kommt jetzt ein Rasthofer raus. Jetzt, oder? Ja. Was ist denn jetzt? Ja, stand doch da, oder? Also auf meiner Karte ist kein Rasthof. Also hier stand ein Schild hier, so Rasthof ist in Klamin. Ah, ja, da vorne. Ja, ja, da fahren wir raus. Boah, 115 km/h. Ich fahr 117, 18, 19. 19 km/h? 119. Können wir mal eine Runde schlafen, wa? Wenn das tatsächlich die Tageszeit verändern würde, wäre das nice, nice. Ja. Neu berechnet. Okay, das sieht gut aus. Dann können wir die Folge hier super splitten. Yeah, Joy-Taste 7 zum Motor abstellen. Ich habe keine Ahnung, welche die Joy-Taste 7 ist. Mein Auflieger ist ja jetzt gar nicht zu lang für diesen Parkplatz, oder? Nee. Nice, ich stehe so gut. So, perfekt! Okay, nice! Leute, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar, wo wir mal längs fahren sollten. Und haut rein. Ciao, bis zur nächsten Folge. Ciao.